Denn was ist Faschismus? Wann beginnt Faschismus? Ist es so, man geht abends nach Hause, zieht morgens eine braune Uniform an? Nein, es beginnt im Kleinen, indem man meinen Menschen ausgrenzt, die eine andere Meinung haben. Auf ihre eigenen Fahnen aber dann Toleranz schreibt. Ja? Blau für bunte, für Blau für Braunhelm, bunt nicht verstehen kann. Ihr Lieben, es kann jeden von euch treffen. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, bleibt weiter auf der Straße, sagt eure Meinung. Deutschland muss kriegstauglich werden. Wenn Politik das sagt, dann hat sie auf dem Boden des Grundgesetzes vollständig versagt. Wir haben längst totalitäre und obrigkeitshungrige Machtstrukturen erreicht. Und es gilt, einen unblutigen Machtwechsel herbeizuführen. Es gibt ein englisches Sprichwort, die Lüge ist einmal um die Erde gegangen, dann zieht sich die Wahrheit noch die Schuhe an. Das war früher. Heutzutage, die Lüge geht vor. Sie probieren es ja immer wieder. In jedem Krieg lügen sie hin und hinein und in jede Pandemie. Aber mittlerweile ist die Lüge auf 100 Meter eingeholt worden und sie müssen zurückschrauben. Sie kommen nicht mehr durch mit ihrer Deutungshoheit. Und nochmal, wenn die Deutungshoheit bricht, ist das System am Ende. Dann können Sie mit Armeen kommen, die machen nämlich auch nicht mehr mit, weil die zu den Menschen stehen.